Hallo Mitspieler, mein Name ist Salo Riot und ich begrüße euch zur 517. Episode dieses City Skylines After Dark Snowfall Natural Disasters und Mass Transit Let's Plays. Ja, ihr werdet euch jetzt natürlich fragen, ist ein neuer DLC rausgekommen? Jedenfalls sollte es am 17. rauskommen. Ich nehme ja gerade ein bisschen voraufnehmen, wie auch immer. Weil ich die nächsten Tage wenig Zeit haben werde, hier zu spielen und aufzunehmen. Deswegen muss ich ein kleines bisschen vorproduzieren. Das heißt, also ich werde mir diese DLC sicherlich auch zulegen, einfach der Vollständigkeit halber. Und das euch auch zeigen. Allerdings erst in den nächsten Episoden. Das wird sicherlich noch ja, bis Anfang nächster Woche dauern. Bis dorthin habe ich mir vorgenommen, aufzunehmen. Also um diesen Zeitraum abzudecken. Ja, und dann gibt es auch Infos zu Festivals. Oder, nee, Quatsch, Concerts wird das heißen. Also Konzerte. 17. August kam es raus. Wir sollten jetzt den 18. haben, wenn mir eine Aufzeichnungsliste hier so einigermaßen hinhaut. Ja, Konzerte, Festivals, Leinwände und Bühnen, neue Radiosender, 7 Euro. So stand es jedenfalls in der Vorankündigung. Ja, wir haben ja unser großes Projekt gerade am Start. Das ist natürlich jetzt bei der Witterung, also ja, ohne Licht ein bisschen schlecht zu sehen. Um die Stadt, die rund angelegt ist, im Großen und Ganzen kommt eine weitere Autobahn hin. Wir haben hier schon, oh, nice. Wir haben hier schon mal einen Autobahnring mit einem Mang. Und hier soll jetzt noch einer hinkommen. Oh. Ja, die Blitzeffekte sind ja cool. Ja, und haben uns auch schon mehr oder weniger fast komplett um die Stadt rum bewegt. Sind jetzt hier an der Stelle in den Tunnel gegangen, hier unter dem Teich durch. Hier kommt es wieder raus. Hier wird eine Autobahnabfahrt hinkommen. Abfahrt, Auffahrt, wie auch immer. Und dann in die Richtung weitergehen. So, gib mir mal die Verkehrslinse. So, da haben wir hier eben mal diese beiden Senkel, die sollen hochkommen irgendwie und da sind uns die beiden hier immer noch im Weg. Habt ihr gesehen? Von 2 auf 4%. Da muss eine unheimlich dicke Schneeflocke gerade runtergefallen sein, die auch sehr schnell verdampft ist. Und hier sind es 8%, also ein bisschen dauert es noch. Sollten wir die irgendwie ersetzen? Ich meine, gut, nun, mittlerweile jetzt kann ich auch warten, bis die Dinger leer sind und die dann versetzen. Jetzt hier, ich sag mal, hier in dem Bereich jetzt schon mal Deponie vorzubauen, die dann abzureißen. Ja, gut, sind 5000 und geldmäßig sollten wir an und für sich noch haben. Gut, wo kommen wir denn? Schaffen wir das mit beiden Autobahnausfahrten hier hochzukommen? Der Park ist im Weg. Mal, wenn ich den wegnehme, sind die dann alle sehr böse, sehr unglücklich. Ich glaube, ich werde den einfach erstmal weiter nach links verschieben. Nach hier. Hier wird er auch gebraucht. Ja, mach mal blau. Mach mal schön. Irgendwann. Demnächst. Gleich vielleicht. In dieser... Ja. Okidoki. Naja, also der... Erster Gedanke, vielleicht hier diese Autobahnausfahrten hier an diese Straße anzuflanschen oder ranzubringen, hochzubringen. Das wird nicht funktionieren. Dazu ist hier nach links zu wenig Raum. Nun übertreib's mal auch nicht. Nur weil jetzt hier eine Kamera läuft, musst du jetzt nicht so aufdrehen, hörst du? Ja. Gut. Ja, werden wir warten, bis die Dinger komplett leer sind. Ja, womit vertreiben wir uns bis dahin die Zeit? Ja, eine Erkenntnis, die ich mitteilen möchte. Und zwar, guckt mal hier. Bürger mit Abschluss. 100%. 100% Oberschule, 100% Universität. Wir waren vorher schon, also bevor wir den Hadron Collider hatten, waren wir schon, ja, ich sag mal, zwischen 80 und 95% jeweils, oder vielleicht auch mal 98%, das habe ich nicht mehr so ganz im Kopf. Aber der Hadron Collider ersetzt Tatsache stadtweit alle Schulen. Das heißt, ich kann mich ranmachen und alle Schulen rauskloppen. Weil letztlich kosten Schulen ja auch Geld. Ich habe testweise hier oben in dem Bereich, seht ihr hier diese kleinen Schilderchen hier, habe ich die ganzen Schulen schon deaktiviert, einfach um zu gucken, ob das was bringt. Aber wir sind auf 100%. Und wir würden niemals auf 100% sein, wenn diese Schulen hier wichtig wären, die ich hier abgestellt habe. Das heißt, ja, ich kann alle Schulen rausnehmen. Puh. Eigentlich auch völlig unrealistisch. Aber nun ist es so. Ja, das heißt...
Bagger, 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 Bagger ist nicht, weil... Warum baggern wir hier nicht? Ja, weil wir unterirdisch waren. So einfach. Gut, jetzt so sehen wir jetzt aber nicht, wo die Schulen sind. Müssen wir so machen. Muss ich jetzt wieder den Bagger nehmen? Ah, alle Dude. Ist das doch eine Schule? Ja. Das ist ja hier in dem Bereich, das ist ja noch relativ einfach. Aber was ist in, hier in den Gebieten, wo ich praktisch auch Farbe denn ersetzen müsste? Das ist ja auch ziemlich blöd eigentlich. Zack. Das wäre natürlich cool, wenn jetzt hier stehen würde, möchten sie diese Universität abreißen. Aber es ist einfach bloß ein Gebäude. Wir müssen uns wirklich darauf verlassen, dass es doch wirklich Schulen sind. Ja, meine Güte, ich habe ja nur Schulen abgestellt. Eigentlich. Na, und wenn dann hier irgendeine Polizei, irgendeine Feuerwehr irgendwie fehlt, werden wir das auch irgendwann bemerken. Hier ist er, Hadron Collider. Der macht Schule für alle. Der. Schon reicht jetzt hier strommäßig nicht mehr. Oh, provisorisch. Ja, irgendwie fliegen mich dabei gar nicht gut. Also die ganzen Schulen so abzureißen. Ich hoffe, dass trotzdem alle Bedürfnisse der Bürger, also was die Schule betrifft, gedeckt sind. Okay, wir nehmen erstmal alle Schulen raus, würde ich sagen. Und kümmern uns dann um etwaige Stromlinien oder Farbgeschichten, beziehungsweise hier diese Texturen, die wir nachmalen müssen. Das machen wir dann danach irgendwie. So, hier hatte ich dann, glaube ich, keine Schulen mehr gebaut. Also ich werde das immer stadtweit machen und dann wird mir sicherlich im Nachhinein immer noch die eine oder andere Schule vor die Kamera laufen. Bin ich fest von überzeugt. So, jetzt sind hier noch irgendwo Stoppschilder. Also nicht Stoppschilder, aber diese Kreis mit Strich durch Dinger, Icons. Weg. So. Ja. Dann eben die Uni noch weg. Ist ja auch wieder ein Haufen Baugebiet von der Sache her, ne? Gar nicht darauf geachtet, ob wir für die Schulen noch Geld zurückbekommen. Kann ja durchaus sein. So. Haben wir alles? So, dann. Bereich für Bereich. Jetzt muss man natürlich gucken, wo sind Lücken entstanden. Und das ist natürlich auch nervig. Was hier mit den Strommasten, was soll denn das? Das gefällt mir doch eigentlich hier auch so gar nicht. Ach so, hier ist hier so ein Mast, so ein Funkmast, deswegen ist das hier, ist hier so eine Schneise. Müssen wir das so hier haben? Ha. Das ist wild, damit ich es nicht übersehe. Aber müssen wir uns nicht jetzt drum kümmern, glaube ich. Gut, dann begeben wir uns mal in unsere Nachbarschaft und gucken einfach mal, was wie wo fehlt. Beispielsweise hier. Sollte man sich schon irgendein System irgendwie ausdenken. Tick. wow, sind ja auf jeden Fall richtige Flächen hier. Ah klar, so eine Uni nimmt ja auch eine Menge Platz weg eigentlich.
erstmal so ein bisschen in Küstennähe. Der und hier möchte noch ein bisschen grün. Das hier ist Autobahn. Hier wird nicht gebaut. Das hier ist mit diesen Notfallgebäuden, also praktisch diese Hubschraubergebäude. Naja, komm, wir machen hier einfach Ring für Ring. Und dann schaffen wir das schon irgendwie. So, hier unten in der Ecke. Ich möchte irgendwann so hier wieder zurück. Tulip. Hier unser System. Eigentlich müsste das hier. Nee, das hier müsste an und für sich auch irgendwie Gewerbe sein. Rein von der Logik, vom System her. Und das, wo nicht Gewerbe ist, habe ich doch dann in der Regel Büro gemacht. Größtenteils. Oh, einfach damit wir hier ein System haben. So, hier sehe ich schon mal was. Mann, oh, ich hab doch hier. Warum hat sich Klick gemacht? So und so. Gucken wir uns hier mal. Versuchen wir mal zwei Ringe hier immer gleichzeitig abzutasten. Es geht so schnell, dass man was übersieht. So, jetzt machen wir hier links von der Kugel alles und danach rechts von der Kugel. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Eigentlich könnte die Shelters auch alle gleich mit abreißen. Die Dinger funktionieren ja auch nicht. Also ich finde die Dinger nicht gut. Das ist auch eine Totgeburt. Sorry, dass ich das so dramatisch ausdrücke. Aber ist okay, mal hier, hier fehlt auch ein bisschen was. Was ist denn da los? Die hier bitte weg. Das war keine Schule. Jetzt sagen wir gleich weiter. Ist das... Ist das was Grünes hier? Weg. Ja, war was Grünes. Hat da wieder gepfuscht. Na, komm vor. Okay. Zur Kenntnis genommen. Hier fehlt was. Da können wir ihn hier noch ein bisschen weiter nach oben versetzen. Eigentlich kann man rausnehmen, weil viele Wälder sind hier nicht mehr. Hat ja hier diese Förster-Ausguck-Dinger, die uns Feuer in der Wälder melden sollen. So, und wieder zurück. Haben wir den. Ein höher. Sieht gut aus. Nö. Und warum sind hier so dicke Lücken? Hier könnte doch noch jemand wohnen. Also wenn man die ganzen Lücken hier mal raus und da zusammenschiebt, da kann man doch bestimmt wieder einen Viererblock oder so hinstellen. Merkwürdig. Gut, haben wir links hier von dem UFO. Dann machen wir jetzt hier rechts weiter. Ja, gucken wir uns mal diese und diese hier an. Sieht gut aus. Ja, nee, hier. Ja, höher, die beiden jetzt. Na, das habe ich ja an und ab schon mal gemacht, dass ich so zwischen den Aufnahmen. Wir können auch die Zeit ein bisschen laufen lassen. Dass ich zwischen den Aufnahmen mal das ganze Stadtgebiet so mir angeguckt habe, ob irgendwo Karos fehlen. Und tja, da findet man immer was, komischerweise. Ja, man nimmt irgendwo, was weiß ich, eine Stromlinie raus, dann sind mal zwei kleine Felder oder so bleiben dann übrig. Oder man baut hier an der Straße rum, dann entstehen hier auf einmal merkwürdigerweise irgendwelche unbewohnbaren Flecken, die wieder neu vergeben werden müssen. Das kann man von der Sache her auch ständig machen. Dann wäre es auch cool, wenn es irgendwie, ja, dafür eine Taste gäbe, dass er so, ja, unbebaute Karos hervorhebt. Geh mal, was ist denn hier los? Dann wieder zurück zum Grün. Hier war eine... Ey. Ich war hier drauf.
Aber ich muss da ein bisschen doller drücken anscheinend. Ich nehme nicht an, dass das an meiner Maus liegt. Ich nehme an, dass das System, ich rede nicht, also ich würde nicht davon ausgehen, dass das überfordert ist, aber das hat viel zu tun, dass das den ein oder anderen Mausklick vielleicht dann doch ignoriert. Und hier ist eine Deponie. Zick, zack. Aber die beiden, hier ist irgendwas parkmäßig. Sehr schön. Ja, würde ich sagen, haben wir hier oben den Bereich schon mal fertig. Ja, und dasselbe können wir jetzt mit der kompletten Stadt machen. So, alles was blau ist, fliegt raus, ne? Bildung, obwohl er mir jetzt bloß Grundschulen anzeigt. Das heißt, ich muss hier dreimal umschalten. Ja, scheint Tatsache bloß hier Grundschulen zu sein, die er mir gerade anzeigt. Unbefriedigend. Stellt sich natürlich jetzt die Frage, was ist einfacher? Jetzt hier abreißen, umschalten, nachmalen. Ich glaube, das geht, glaube ich, schneller, wenn ich einfach alle Schulen abreiße und mir das ganze Gelände ankicke. Weil letztlich sieht man dann ja möglicherweise auch, ja, unvergebenes Stadtland. Ja, wo keine Schule drauf stand. Was ist das? Noch irgendwas Blaues hier? Irgendeine blaue Säule? Wohl nicht. So, mach mal zu, mach mal an. Warum kann ich jetzt hier nicht umschalten? Weil ich im Bagger drin? Ja, weil ich im Bagger drin bin. Der Buggy Bagger. Weiter geht's. Weg. Und der hier? So, raus aus dem Bagger. Ja, kick mal und dann schaltet er. Ich mach Bagger an. Hm. Kriegt merkwürdig. Kicken kick Geld wieder. Warte, Moment. 6,97, 2,17. Nee. Shit. Das sind Millionen, die wir hier verpulvern. Danke, lieber Hadron Collider. Jo. Und dann wieder die Nummer. Okay. Sieht gut aus. Da ist ein Park. Okay, ein runter. Doch so komisch aus, dass das hier nicht bebaubar ist. Naja, das ist hier eine Straße, die in den Tunnel geht. Ja, man könnte jetzt hier von der Straße noch eh nach oben ziehen, aber ey, man muss so nicht übertreiben. Warum, ach so, hier, das ist ja der See. Da wird ja nicht gebaut. Noch nicht. Oh, wo sind die Schulen gewesen? Hier zum Beispiel. Einmal. Ah, ich arbeite Lage für Lage ab, deswegen habe ich das hier eben nicht gemacht. Ich habe es schon gesehen, dass hier fette Stelle ist. Also ich wollte hier so ein kleines bisschen mit System. Was hat er hier gerade für ein Anliegen? Wo wir gerade dabei sind. 100% voll. Naja, was soll ich denn da jetzt machen? Soll ich dich jetzt abstellen und dich dann wieder vergessen anzustellen irgendwann? Schmelz mal dein Zeug und dann ist es auch gut. Weiter, hier runter, alle Dude. Hier mal. Ich meine, wenn man so eine Stadt mit nach so einem System aufgebaut hat, also hier so rund, ist das ja noch relativ einfach, aber stellt euch mal vor, das wären alle, ja, so wilde Städte, so wie Städte halt eben aussehen. Da sucht sich ja dumm und dusselig. Sind hier auch alles, oder? Kann ich hier? Nee. Das ist alles vergeben. So, irgendwo hatten wir hier drin eine Schule diesmal. Auch schnell das ganze Ding einfach mal abschwenken mit dem Auge. Ob uns da irgendwas auffällt? Nee. Gut, dann arbeiten wir uns hier jetzt wieder hoch. Nichts. Hier geht's wieder zurück. Nichts. Hier gibt's Blaues. Und hier. Dann machen wir hier wieder grün. So.
blau. Dann den. Zack. Oh, sind das Bereiche. Meine Stadtweit sind das ja dann bestimmt 20.000, 30.000 mehr Bewohner, wenn das alt bewohnt wird. Oh, rechts vom Teich, was ist denn hier los? Hier, Tetris. Oh, komische Kreuzung, kümmern wir uns ein andermal rum. Oh, und hier steht so ein komischer Waldbrandturm wieder. Völlig deplatziert. Stimmt. Können wir den eigentlich auch drehen, so wie wir andere Sachen drehen können? Autobahnkreuz oder so? Ja, können wir auch drehen. So, dann stellen wir den auch schön hin. Weil wir es ja schön finden. Also schön finden wir schön, dachte ich. So, der Teich. Haben wir denn das ganze Gebiet abgeschwenkt? Ja, so bin ich mir nicht so sicher. Doch, hier waren wir. Hier ist ja dieser Tunnel. Ja, dann haben wir den nächsten Bereich, mehr oder weniger. Ja, und so werde ich mich jetzt mehr oder weniger komplett durch die Stadt nagen. Ja. Boah, hier Schwartmeer, also hier Hauptstadtbereich. Das ist ja dann kein Spielspaß mehr, das ist ja dann schon fast Arbeit. Und weil ich hier im Weltraumlift irgendwas schulisch wird, eigentlich nicht, oder? Ja. Ja. Sehr gut. Na gut, Leute, ich denke, ich werde mich jetzt in der nächsten Pause, also in der Aufnahmepause zwischen dieser und der nächsten Episode, hier mal mit den Schulen nochmal hinsetzen und werde die komplett alle rausnehmen. Da müsst ihr ja nicht mit bei sein. Ihr habt gesehen, wie es geht. Ja. Juti, dann machen wir Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.